Guten Morgen YouTube, was geht? Das ist ein Reupload, den ihr jetzt gleich seht. Das liegt daran, dass das Video vor knapp 3 Monaten mal gestrikt wurde wegen einem Bild im Thumbnail. Deswegen wurde auch das Thumbnail abgeändert. Ich glaube, der Rest des Videos ist eigentlich gleich geblieben. Ich glaube, im Video selber habe ich nicht gegen Copyright verstoßen. Genießt das Video und viel Spaß. Bis dann. Ich habe auch einen sehr großen Fehler gemacht mit meiner Kleidungswahl. Und dann habe ich erst realisiert, ja warte, ich habe ein Motorrad. Vorne ist kein Kennzeichen drauf. Das ist Karl S. gewesen. Guten Morgen YouTube. Was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Wir waren gerade dort im Mediamarkt drin. Also Bruder, ich weiß ja, wie es im Einzelhandel so ist. Aber wenn du 20 Leute hast, die anstehen, eine Kasse ist und vorne an der Kasse 3 Kassierer einfach nur da sitzen und miteinander reden, ne? Also, mein Filialleiter hätte mich, glaube ich, 5-mal rausgeschmissen für sowas, aber kann einfach sein, dass die keinen Bock hatten und deswegen muss ich dachten, fuck off, wäre keine Seltenheit im Einzelhandel. So, was machen wir heute? Wir genießen den letzten freien Tag, den ich habe, wo so schönes Wetter ist, weil ab morgen wird es nicht so gut, würde ich behaupten, weil ab Donnerstag, also in 2 Tagen, wird es wieder schön eine Woche durchregnen, jawohl. So wie es sich halt gehört. So wie es sich gehört. So sollte das meiner Meinung nach immer sein. So eine Woche einfach nur Regen. Durchgehend. Dass man gar nichts machen kann. Ich habe auch einen sehr großen Fehler gemacht mit meiner Kleidungswahl. Weil ich in unglaublicherweise Jeans fahre, ja. Das ist eine Seltenheit. Und ein Hoodie. Anstatt mein... Ja, okay, mein Zip-Hoodie. Ist ja das gleiche, Hoodie oder Zip-Hoodie. Ich trage aber auf jeden Fall eine Jeans. Unangenehm. Deswegen fahre ich so ungern mit Jeans rum. Aber jetzt muss ich da durch, Digga. Jetzt ist es halt so. Kann man nichts machen. Im Übrigen keine Ahnung, wo ich wieder hinfahre, gell? Digga, ich bin so lost. Was mache ich jetzt? Also jetzt, glaube ich, bin ich Sendling. Sollte ich sein. Wenn ich es nicht bin, dann habe ich irgendwo verkackt. Ich glaube, ich muss hier rechts abbiegen, damit ich ungefähr Richtung Stadtmitte komme. Seit 2 Parts verlaufen wir uns aber auch gefühlt jeden Tag, ne? Ich will gar nicht sagen, ich glaube, ich weiß, wo ich bin, weil ich weiß es eh nicht. Zum Beispiel beim letzten Mal, ich dachte, ich bin ganz woanders. Wenn ich jetzt sage, ich weiß ungefähr, wo ich bin, bam, komme ich bei mir wahrscheinlich ums Eck raus. Nee, gar kein Plan, wo ich gerade bin. Wo soll ich denn sein? Das ist gerade das erste Mal, dass ich diese Gegend hier in München sehe. Bin ich am... ich bin am Harras, oder? Ich glaube schon, dass das der Harras hier ist. Ja, das ist der Harras-Stil, glaube ich. Ja, da vorne. Ich weiß, wo wir sind. Ich wurde heute übrigens geblitzt. Leider hatte ich da die Cam noch nicht am Laufen. Und erst hatte ich Angst wegen dem neuen Bußgeldkatalog, dass ich öffentlich hingerichtet werde. Habe ich aber auf den Tacho geschaut. Laut Tacho 70 war ich unterwegs. Ein bisschen Geld und das war's. Und dann habe ich erst realisiert, ja warte, ich habe ein Motorrad. Vorne ist kein Kennzeichen drauf. Alles klar, Digga. Ich glaube, ich fahre gleich nach Hause und wechsle die Hosen. No joke, Mann. Das ist so unangenehm, gerade zu fahren. Und da war die Polizei. Ja, moin. Ah, fuck, ich hätte hier runterfahren müssen. Na egal. Dann fahren wir jetzt an der Wiesenfarmer vorbei. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Weil dieses Jahr wahrscheinlich nichts darauf wird. Nichts darauf wird. Gut gedeutscht auf jeden Fall. Bubble. Wenn wir jetzt schon hier so durch die Gegend fahren, kann ich auch kurz diesen Moment nutzen und sagen, wenn Apple wirklich richtig liegt mit ihrer Wettervorhersage, wo ich sagen muss, ich hoffe, dass es diesmal wie die anderen 99% der Fälle nicht stimmt, was die da sagen, dann wird es eine kurze Pause geben, weil ich keine Zeit haben werde, so viel im Voraus aufzunehmen, um 3 Videos die Woche noch zu produzieren. Also das hier kommt am Montag. Ich weiß, ja, Montag kommt es. Und dieses Gewitter oder diese Regenfälle, was auch immer, werden bis Donnerstag weitergehen. Beziehungsweise bis Donnerstag zeigt mir mein Handy nur an, wie das Wetter ist. Also nur zu eurer Info. Es wird sehr, 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 sehr schwer, dass ich was hinbekomme für nächste Woche. Ich glaube, hier in der Straße jetzt gleich kommt das Gebäude der Person, dessen Augen geküsst gehören. Was hier? Ja, hier war's. Geküsst seien deine Augen, Abdallah. Also ich habe keine Ahnung, was für ein Fahrzeug das sein soll. Ich denke mal kein M, weil er nur 2 Auspuffrohre hat. Boah, 5er, 3er, sowas. 5er. Vom Innenraum sieht es mir nach 5er aus. Ja, das ist ein 5er. 7er kann ich mir nicht vorstellen.
Das ist Karl S. gewesen, beziehungsweise einer von Karl S. Typen, aber das war sein Maybach. Ja, ja, der Karl, ne? Der hat die Basics gemacht, wie man sieht, weil er fährt Maybach. Beziehungsweise, er fährt ja nicht mal Maybach, er lässt sich im Maybach fahren. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, bis wir auf Mount Everest sind. Wir sind alle noch unten auf der Zugspitze, Jungs. Aber wir müssen nach oben, auf Mount Everest. Deswegen, ich glaube, ich bin auf dem besten Weg dahin, weil ich bin jeden Tag am Hasseln, ja? Nicht am Hasseln, am Hascheln. Jeden Tag am Hascheln. Jeden Tag Videos schneiden. Die Basics habe ich auch langsam drauf. Nicht Basics, die Basics. Die Basics habe ich drauf. Was ist denn das für ein Aston Martin, Digga? What the fuck? Ich sehe das gerade zum ersten Mal, dass hinten Aston Martin draufsteht. What the fuck? So, Jungs, dann beenden wir das Video hier, weil wir müssen schnell los und weiter die Basics lernen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, macht 5 Fake-Accounts, macht mit denen genau das Gleiche. Bleibt mir gesund. Wir sehen uns dann. Yalla.